So, da ist die Schippe. So, hier war Sellerie drin. Was alle nichts geworden ist. Ja, das ist alles Pflanze. Klingt gut, so gut, aber das ist zu viel. Nichts geworden, ja. So, jetzt habe ich ja hier die Sellerieknolle und die werde ich jetzt mal hier ein bisschen die Erde lockern. Jetzt werde ich die mal hier einbuddeln, mal gucken, ob ich das Grüne noch wenigstens erhalten kann. So. Schauen wir mal. Brauche nur eine neue Kelle hier. Fällt auseinander. Gemeinheit. Die hat immer gute Dienste geleistet. Schon ganz schön lange alt. Schauen wir mal, ob das was wird. So, Cannabis, da kommt nichts. Schnittlauch, du kommst da raus. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Kerbe da herkommt. Schnittlauch, das kann hier rein. Ach Mann, Scheibenkleister hier. Muss ich mir eine neue Kelle mal kaufen. Kostet ja so viel nicht. So, dann habe ich das. Petrouille hier. Ist auch komplett weg. Ja, da kommt Petrouille Samen. Brennholz. Ist auch alles komplett weggefressen. Ja, du. Du Sauknochen, du machst das. Weg mit dir. Und du Schnecki. Du machst das auch. Klaus mir meine ganzen Kräuter hier weg. So, wo kann ich dich nochmal hin? Da hatte ich das Cannabis-Zeug drin. Hier ist eine Tomate. Komm, dann gehst du da hin. Plastikmüll. Ach Gott, ihr seid schon da. Gott, oh Gott, oh Gott.
Hallöchen erstmal. Ja, ich habe so ein bisschen Gartenwühlerei, ne? So, das kann irgendwie nicht weg. So, warte mal. Das brauche ich auch. Tiger, mach mal Platz. Tiger, hey. Drecksack. Du Dreckersacker. Ah, ja, ich habe ihn fertig. Ja, ist natürlich immer so eine Plackerei. Garten hin und her, alles wunderschön. Ja, aber dann vergisst man auch schon mal seine Gäste zu begrüßen. Einen wunderprächtigen, schönen Glück auf, wie auch immer. Ja, freut euch des Lebens. Ja, die Großmutter wird mit der Sense rasiert. Nee, ich bin ganz gut. Ich bin guter Laune heute, ne? So, ich habe die Pfanne hier schon mal abgewaschen. Die kommt jetzt gleich in eine Plastiktüte. Ja, mir wäre eigentlich so ein Leinensack lieber. Damit, weil das ist ja Guss, also handgeschmiedetes Eisen, ne? Diese Pfanne. Oh, ich zeige euch die mal. Super schön schwer, also oh, ja, und mit mal eben so schlackern, dass es so überlappt, ist da nicht so viel. Jetzt gibt welche, die können das ohne weiteres, ja, aber ist zusammengeschmiedet, ne, und wahrscheinlich auch von Hand bearbeitet. Sieht so aus, gehört so, muss so sein, ja, und ich pflege die immer mit, ich benutze sie. Ja, also beim ersten Mal solltest du beachten, ja, einbrennen, also richtig heiß laufen lassen, ja, nicht zum Glühen bringen, also Vorsicht, ne, weil auch irgendwann der Stiel mal dann vielleicht warm werden könnte. Ja, dann lässt es in Ruhe kalt werden, weil da ist so eine Imprägnierung drauf, ne, oder so ein Öl, das muss erstmal weg. So, und dann wäscht das ganz normal ab, mit Spüli ruhig. Ja, dann gehst du hin, reibst du das ordentlich mit Salz ein. Also richtig schön, so ein, zwei Esslöffel Salz drauf und leicht feuchten Schwamm. Ja, die raue Seite und dann richtig gib ihm die Kante. Ne? Auch von unten, ja, von innen vor allen Dingen. Ja, und dann, wenn du den noch nicht sofort brauchst, dann reib sie bitte mit Öl ein. Da kannst du ganz normales Pflanzenöl nehmen, Sonnenblumen oder Raps oder Walnuss oder... Ja, Sonnenöl hätte ich fast gesagt. Nee, kein Sonnenöl. Rausradieren. Habt ihr nicht gehört. Ja, und dann kannst du sie weghängen. Oder ja, in dem Fall kann man sie gut weghängen. Hat einmal hier ein Loch und einmal hier so ein... Ne? Ja, das Loch ist manchmal für auch andere Sachen ganz gut. Bei manchen sind ja so Löcher drin. Ja, da kannst du einen Kochlöffel reinstellen. Ja, ja, muss, kommt natürlich drauf an, ob du da so einen Kochlöffel mit der... Na, so ein Durchmesser dann auch hast, ne? Aber wie gesagt, einölen und dann kannst du sie wegstellen. Also mit ganz normalem Salatöl, Speiseöl. Ja, und das musst du dann aber auch jedes Mal machen, ja, wenn du die benutzt hast. Und deswegen ist auch ganz gut, wenn du da Sachen drin gemacht hast, die man vielleicht auch hinterher nur ausreiben muss. Ja, dann lässt du das nämlich, dann hast du ja Fett, eine Fettschicht schon vorhanden. Deswegen reiben so viele Köche gern ihre Pfannen einfach nur trocken aus, ohne Spüli, ohne irgendwas, weil Spüli, ja, öffnet ja natürlich wieder die, ja, wie sagt man dazu? Ja, Wissenschaft, weißt du? Ach, Leute. Ja. Und deswegen brauche ich auch Leinsäckchen, weil, wenn ich das jetzt in eine Plastiktüte tue und die ist noch feucht, dann kann das ja natürlich ohne Ende ja, in Ruhe durchrosten, dann hat es ein bisschen Sauerstoff und dann hat es auch ein bisschen Feuchtigkeit und das reicht ja dann, ne? Deswegen abspülen und dann so ein Leinsäckchen, damit es halt da durchtrocknen kann oder durchlüftet wird, ne? So, ich wasche mir mal eben die Finger noch. Ja, ich habe ja gerade mein Blumenbeet angefasst, ne? Ach ja. Marine abmachen. So, heute mache ich was Schönes und was Leckeres. Klingt auch nicht schlecht, ne? Was Schönes und was Leckeres.
Das Schöne und das Biest. So. Ja, warte, ich brauche jetzt hier erstmal ein Handtuch wieder. Jo, ich habe mir wunderschöne Gartengurken besorgt, die eigentlich etwas überdimensionierte Einlegegurken sind. Na, ich zeige euch mal so ein Prachtexemplar, welches nimmt. Die sehr schön. Na, ich habe mein Läppchen drunter, die ist noch feucht. Ja, sieht die nicht gut aus, sag mal Leute, wow. Ja, und dann mache ich Salzgurken draus. Gut, ne? Ja. Kati und Renati. Renati und Kati. Schön, ne? Ja, ein tolles Team, ne? Ja, Kati ist nicht so oft hier. Schreibt nicht so oft in den Kommentaren. Ist auch nicht so schlimm. Wenn sie was familiär, nur kein Stress. Ich sage immer, ja, Renate schreibt immer, ich bin mal eben kurz auf dem Tötti. Alles richtig. Hast du nichts falsch gemacht? Weil das muss nämlich zwischendurch auch sein. Ja, wir sind ja nicht irgendwie mit der Kanalisation verbunden. Wir müssen ja noch zur Toilette selber gehen. Ja, so. Ich habe einen kleinen Kochpot, brauche ich. Den nehme ich hier. Da ist ein Stiel dran. Das reicht, ist vollkommen in Ordnung. Ich kann euch auch ein bisschen runterschrauben. So, dann seht ihr meinen ganzen Astralkörper. Oh, ist das schön? Der strahlt, der Astral, ne? So, ich habe hier so einen hellen Pfeffer. Ja, ich nenne ihn mal weißen Pfeffer, obwohl so weiß ist er gar nicht. Da mache ich schon mal so ein bisschen rein. Ja, dann habe ich hier ein bisschen Kümmel. Ist alles ziemlich einfach. Ja, dann habe ich hier Nelken. Da brauche ich nicht so viel, da brauche ich höchstens eine. Vielleicht auch zwei. Da muss aber auch gut sein. Eine, zwei. So. Nelke ist immer sehr leckeres, riecht auch sehr lecker. Möchtest du mal lecker Nelke riechen, wenn du schon gerade um die Ecke kommst? Komm mal, guck, guck. Lecker, ne? Nee. Bah, sagt sie. Bah, nee. Was möchtest du helfen? Ach so, im Moment noch nicht. Ich bin doch gerade mal bei der. Das sind Wacholskibären, da kann man auch lecker Schnaps draus machen. Ja, ich bin gleich. Ich mache erstmal hier das Gurkenthema. Und dann habe ich auch gleich Dingens-Thema. So. Da das ja auch salzige Salzgurken werden, nehme ich jetzt mal salziges Salz. Und ich habe jetzt hier grobes Salz. Das ist aber Steinsalz. Ja, aber grobes Steinsalz habe ich hier. Ich habe auch ein anderes Salz da. Das feine. Nur das Problem ist, da ist Jod drin. Und Jod, da bin ich nicht so von überzeugt. Ja, ich habe auch schon mal einen ganzen Pott Gurken wegdonnern können nach 2-3 Wochen, weil ich da wahrscheinlich Jodsalz genommen habe. Ne? Jetzt nehme ich hier, das ist Steinsalz und das ist jetzt, sieht natürlich aus wie schöner Prickelzucker. Ne? Das sind ungefähr jetzt, sag ich mal, 3-4. Ja, ich sag mal, 3 Esslöffel können das sein. Dazu nehme ich jetzt einen kleinen Schluck Essig. Essig ist so ein bisschen Haltbarmachung. Ja, damit machst du Nahrung wie Fisch oder Fleisch oder so längere Zeit haltbar. Auch ein Vorteil. Ja, und der Salz, das Salz tut sein Übriges. So, und dann gehe ich jetzt hin, schütte das auf mit Wasser. Ja. Das ist eine super Horrormischung. Und das ist jetzt eigentlich ganz gut. Da habe ich jetzt alles drin. Wacholder habe ich drin. Ja, hier ganz wichtig. Dill. Ne? Dill ist natürlich für eine Salzgurke immer sehr von Vorteil. Da spare ich jetzt auch nicht. Da mache ich jetzt auch so einen großen gehäuften Esslöffel von rein. Und damit habe ich das erstmal richtig erledigt. So, in der Zwischenzeit kann ich hier die Kräuter und Gewürze schon mal wieder beiseite krempeln. Krempel. Ah. So.
Ich habe hier gar keinen Platz mehr in die Gewürzbord. So, ich habe jetzt hier extrem scharfe kleine Chilis, kleine Chilischoten. Da werde ich jetzt eine kleine raussuchen und die werde ich dann da mal reinschmeißen. Ich habe hier eine schöne gefunden. So, zack, ist drin. Mehr brauche ich davon nicht, weil das sollen ja keine scharfen Salzgurken werden, sondern salzige Salzgurken. Und das ist wichtig, ne? Dann nehme ich mir hier so einen Löffel und grab jetzt erstmal hier so ein bisschen um. Warum koche ich das ab? Weil alles, was du in Einmachgläser machst, oder hier in, ich mache es diesmal hier in so ein, ja, so ein türkisches Einmachglas. Ja, die gibt es natürlich auch in riesig groß, ja. Ganz wunderbare Sache. Die machen da so ein Mixe Pixelet. Ihr wisst schon, was ich meine. Machen die da rein. Und da sind Karotte, Gurke, Tomate, grüne Tomate. Ich weiß nicht, was die alles da reinschmeißen. Peperonis in allen Varianten und Farben. Alles drin. Salz drauf, Wasser drauf und irgendwo in die Ecke stellen. Mehr braucht das nicht. So, das kocht hier ganz gut. Da lasse ich jetzt einmal kurz noch mal ein bisschen ziehen. Und dann habe ich das Erlebnis hier. So, da lasse ich jetzt kalt werden. Zack, fertig. Na, dann nehmen wir uns schon wieder einen anderen Kochpott. Da haben wir keinen, dann nehme ich hier einen. Den hast du gerade weggeräumt, genau den hier. Den großen? Also den ganz großen. Ja. So, jetzt kochen wir uns erstmal ein bisschen wieder heißes Wasser an. Halleluja. Kann man auch so machen, dann geht das schneller. Geht? Geht. Geht gut. Gut geht. Gut gehend. Lassen wir uns das gut gehen. Ah, ja. So, was habe ich hier Schönes? Ne, das brauche ich nicht, aber das brauche ich. Na, zack, was ist das hier? Barbecue, das ist ja... was ist das? Cremiger Grillkäse. Ach, du lieber. Cremiger Grillkäse. Das habe ich... Moment, wo ist... Ich hätte doch... Wir hatten doch auch Sahne, ne? Ja, warte mal. Und? Ne, Sahne habe ich. Och, Menno. Blick hier gar nicht mehr durch. Mein Gott, ne? Ja, einmal den Reibsekäse. Den vermisse ich. Und dann hatten wir doch noch so ein. Da ist, genau, das ist der Reibekäse. Und dann brauche ich noch so einen Sahnekäse, hatte ich auch noch. Oder ist der. Ist das der draußen? Kann sein, dass der draußen ist, ja. Ich schaue mal nach außen. Hier hast du mehrere angefangene Pakete Tomatenmark. Ja, das ist nicht so schlimm, die halten ja ewig. Die halten ewig. So, jetzt muss ich hier gucken, ob ich hier, das ist jetzt Soße Hollandaise, ja die brauche ich eine, aber wo ist denn jetzt hier der Käse, 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 Menu, ich hatte doch den Schmierkäse. Hey, hallo? Oho. Da nicht? Ja, wenn ich den selber einräume, finde ich den nicht. Ne, das ist auch nicht. Da nicht? Das ist er nicht. Ach, du lieblicher. Ja, der Schmierkäse ist nicht da. Ich hatte doch so ein Paket Schmierkäse. Da habe ich mich noch gefreut, dass der nicht ganz so teuer war. Ja.
Hinter Nutella. Nein. Hinter den Nudeln. Oh nein. Nö. Traubenzucker auch nicht. Hier ist Senne. Wieso? Ja. Das ist mir doof, wenn man dann. Das ist so ein kleines Paket Schmierkäse. Warte mal, was habe ich denn hier? Ich habe hier was. Habe ich. Gouda. Gefunden. Habe ich gefunden. So. Ich bringe jetzt hier Wasser zum Kochen. Also das hat jetzt nichts mehr mit den Gurken zu tun. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ne? Logisch, ja. So. Ich habe jetzt zwei wunderschöne Hähnchenbrüstkes. Ja, schön groß. Ich habe gefunden. Nee, ich habe gefunden. Habe ich hinterher gerufen. Ach, ja, der war irgendwo so da. Das hier, das Paket war das. Ja, ja. War im Kühlschrank. War im Kühlschrank, ja. Okay. Alles Rotscher in Kambodscha. So. So machen wir das erstmal. Das und das ist die Soße. Hier tue ich ein bisschen rein. Und dann brauche ich hier diese Schälchen. Oha! Mitch! Hört auf, euch immer zu zanken. So ein Quatsch mit Soße, ne? So ein Quatsch mit Soße. Ja, ich habe natürlich keine Worcester-Soße bekommen. Ich habe was Ähnliches hier, muss ich mal gleich mal gucken. Gucken hier, oder habe ich sogar vielleicht Worcester Soße? Ne, das ist hier nochmal Ketchup Manis. Nein, hier, ne, das ist es auch nicht. Chili Soße, die schmeiße ich aber weg. Die ist ja schon wieder lebendig. Ja, das ist jetzt hier so eine. Das ist jetzt hier so eine Oystersaus. Soy, Sause vor, steamed Fisch. Steamed mit gekochter Fisch, also. Jo, ich muss das lesen, ne? Das kannst du aber mal wieder nicht, ne? Braucht mehr Sonnenschein. Kim, Ping, Fang. Geh mal eine Runde hoch, komm gleich wieder. Ja, ja, nee, da steht jetzt nur die Adresse drauf. Da steht jetzt noch niemals. Da was kannst du niemals, was das ist. Ja, Niki meint, das wäre alter, toter Fisch. Ja, wo er recht haben kann. Es gibt ja so eine Fischsoße. Gibt es ja. Und wenn man das ganz genau. Ich koche das jetzt hier ab. Das brauche ich jetzt nicht so stark brötscheln. Und zwar von den Römern, ja, das hieß dann Garum, ja, und Garum, das war, ja, die Herstellung von Garum, die wurde sehr, sehr, sehr weit außerhalb der Stadtgrenze, wurde das dann hergestellt, ja, meistens vielleicht auch am Meer direkt, wo ein heftiger Wind ging, und immer frische Luft vom Meer her geblasen worden ist, ja, und glaubt mir, ich meine, okay, ich habe es nicht erlebt, ne? Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, die Soße, das wurde von Sardellen, ja, die Reste, Abfall, Köppelschwanz und Innereien, die wurden in Fässer geworfen und bei brutzelnder Sonnenbestrahlung, ja, zum Stinken gebracht. Also richtig erbärmlich. Dann kamen da verschiedene Gewürze, Kräuter und Tralala rein. Fürs Mittelalter war es besonders gut, ja, wenn du viele verschiedene Gewürze da rein hattest, ja, und da war Garum natürlich die einzige Möglichkeit, ja, so ein, aber, ja, und hinterher, also wenn es dann praktisch gereift ist, ja, dieses stinke Fisch
Jauche, Wasser kann man ja fast sagen, dann war das wieder gut. Ne? Dann roch das auch nicht so stark, aber es hatte eine unwahrscheinlich starke Würzung. Ja, das ist dann so wieder wie aus dem Asiatischen, ne? Die fünfte sauer, süß, bitter, salzig, ja, und fünf war Umami. Weißt du? Umami. Das war dann der besondere Geschmack, der die Sinne ja irgendwie anregt oder so. Ja, ich schmeiß das mal eben weg. Ich brauche das ja nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Ist ja auch alles Blödsinn. So, das Hühnchen, das köchelt sich hier ein weg. In der Zwischenzeit gehe ich jetzt hin und werde die Gurken schon mal ins Glas reingeben. So, ich mache jetzt hier mal ein Läppchen drunter. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich mit Glas und ja so füllende Flüssigkeiten am Arbeiten bin, weil das jetzt meine. Ach ja, die hätte ich vorhin rausgeholt. Ja, kann aber auch jemand anders trinken. So, ich stelle das jetzt mal einfach hier drauf und ich stupse euch mal mit der Nase mit ins Glas rein. So schaut es dann aus. Ich habe jetzt hier, gestern bzw. heute Morgen früh, habe ich schon die Gurken eingeweicht. Das muss man, ja, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe sie abgerieben. Ja, da sind immer so kleine Pickel dran. Ja, die sind so, das hat dann so einen Anschein wie so einen kleinen Kaktus, ja, wo so kleine Stacheln, wenn du die anpackst, dann meinst du das Gefühl, hast du so wie so ein Kaktus, ja, und die müssen dann immer so unter fließend Wasser abgerieben werden, ja, und dann müssen sie einfach nur noch ins Wasser zum Tanken, hätte ich fast gesagt, ja, und das reicht, ja, das sind jetzt hier, was habe ich jetzt, 3, 6, 7, 8 Stück habe ich jetzt hier. Das reicht für mich, ne? Wenn ich die alleine essen will, ja, oder soll, oder wie auch immer, Küken will sie nicht, mag sie nicht. Ja, aber ich liebe Salzgurken. Ja, wenn ich so auf der Kirmes, auf dem Jahrmarkt oder sonstig wo bin, oder am Mittelaltermarkt und ich sehe Salzgurken, oh, ja, dann gehe ich dran kaputt. Da sterbe ich freiwillig, wenn ich eine Gurke kriege. Nein, um Gottes Willen, ich sterbe doch nicht deswegen. So, ich lege das Glas hin, darum auch das Tuch. Ja, wenn ich jetzt nämlich hingehe, das so ein bisschen einschlage, ja, dann kann es nicht unbedingt wegrollen. Dann habe ich es immer sicher. Ja, so. Und jetzt gehe ich hin. Ja, hier ist es leicht beschädigt. Da muss man immer so ein bisschen drauf aufpassen, dass die keine, deswegen taste ich die immer so ein bisschen ab, dass die keine Dötzstellen haben, weil Dötzstellen sind ja auch gleichzeitig schlechte. Also dann ist es halt ja schon halt gammelig und man sollte damit sehr vorsichtig sein, gar nicht so ja, dass die irgendwie schon matschig sind oder so, weil dann haben die auch schon irgendwelche Schimmel Stellen und das will ich ja nicht. So, ich tue es jetzt einfach hier in das Glas rein. So, zack, guck mal, das passt wunderbar. Hat man gut berechnet, ja, da hätten auch noch zwei Stück noch reinpassen können von dünnerer Sorte. Guck, und jetzt stelle ich das Glas schon wieder hin. So, mach das Lappen wieder glatt. So, das reicht schon. Das Wasser kann ich jetzt wegkippen. So, Tiger, mach mal Platz für den Futtergeber. Muss mal eben hier die Schüssel gleich nochmal schon mal wieder ausspülen. Ja, das muss immer so echt sofort alles geschehen bei mir. Ich sammle nicht so gerne, weil wenn du sammelst und dann vielleicht auch noch das Essen dann dazu kommt, also die Teller zumindest vom Abendessen oder Mittagessen, ja, dann sammelst du immer mehr, ne? Und das wollen wir nicht, ne? Wir wollen das alles schön gleichmäßig und sofort schnell wieder sauber haben. Ja. So, in der Zwischenzeit köchelt hier das Hühnchen. Das kann man, ja, ich kann da ein bisschen Pfeffer dran machen. Mache ich jetzt auch mal einfach, bin ich jetzt mal so frech, mache da Pfeffer dran. Ich habe hier noch Muskatnuss, das kann ich auch dran setzen. Pfeffer, was habe ich gesagt? Ja, Salz kann ich jetzt auch dran machen und lasse es einfach nur noch ein bisschen ziehen. Ich mache jetzt schon mal so ein bisschen Salz dran. So, nicht ganz einen Teelöffel. Dann mache ich da Pfeffer dran.
Ja, Pfeffer muss auch immer. Dann kann das jetzt gleich in Ruhe einziehen, während ich mir eine Zigarette anzünde. Weil das Wasser kippen wir sowieso weg. Das brauchen wir nicht. Vielleicht einen Schluck davon. So, dann habe ich hier Muskatnüsse, aber halt als ganze Muskatnuss. Und dafür brauche ich jetzt hier so ein, ja, so eine Reibe. Ich habe hier meine Lieblings-Vierkantreibe. Ja, zack. Drüber. Fliegt daneben. Wie irgendwo habe ich Durchzug oder was, keine Ahnung. Ah, riecht mal, das riecht so lecker. So, frisch Muskatnuss reingerieben. Da muss ich aber auch schon wieder einmal abwaschen, nur für die Nuss dann rumrubbeln. Ja, ja, heute machen wir zweierlei verschiedene Sachen. Einmal koche ich jetzt, ja, das ist kein Einkochen, um Gottes Willen, das ist jetzt überhaupt kein Einkochen. Das ist nur haltbar machen. Auf eine, ja, ich sage mal gerne türkische Art. Ich wundere mich immer, ja, Leute, die haben so, ja, ich kann das jetzt gar nicht so einmal, so Gläser, weil ich jetzt hier in Miniatur habe, das gibt es natürlich noch kleiner, das würde reichen für einen ganzen Stapel Weinblätter, ja, Weinblätter in Salzlake. Aber ich habe schon mal gefragt unter Nachbarn.de, die haben alle Weinblätter hier, alle Weinreben haben die im Garten, ne, oder viele, ne. Ja, meinst du, dass ein Mensch, der, oder ein Türke, der versteht, mein Anliegen, ja, meine Bitte, habt da vielleicht mal einen Stapel Weinblätter für mich, wenn ihr erntet, ob ihr vielleicht mir noch mal so 100 Gramm abgeben könnt oder so, ich bezahle das auch, ne? Nö. Und meinst, ja, mich macht sowas sauer, ne? Ich bin sehr sozial eingestellt, das wisst ihr, ja, und ich kann nicht leiden, ja, wenn andere Leute Probleme haben, leiden, sorgenvoll sind oder so. Ja, ich habe schon mal überlegt, jetzt gerade, wo ich jetzt so anspreche, Nighthamster, ja, so der Nachthamster. Ja, der Hamster sammelt ja immer, ja, so praktisch die Sorgen an oder hört sich das an. Ja, so wie hieß er doch? Na, wie heißt er? WDR. Ich hab sogar, wie heißt der? WDR, der immer da so abends gesessen hat. Da habe ich sogar eine Autogrammkarte. Der immer mit den Leuten gesprochen hat, die irgendwelche Probleme hatten. Die Sex. Domian. Ja, der hat mit Leuten gesprochen, die haben Sex mit der Türkante gehabt oder so. Das habe ich alle. Ja. Schön. Also. Ach so, hast du schon drauf. Hast du alles schon festgeklebt? Schlaubi. Ne, guck mal. Ja, da, und per Run könnte ich draufschreiben, einen kleinen Zettel machen, draufschreiben, was es ist, aber eine Runenschrift. Da muss ich erstmal noch Runisch lernen, das geht ja gar nicht. Nein, weiß ich nicht, ja. Es ist einfach. Kann man nicht Runisch schreiben, dass man aber trotzdem lesen kann? Also so runische Buchstaben. Ja, gibt es. Das so aussieht wie Runen, aber halt, ja. Kann ich auch benutzen. Dann hat man halt ein anderes Alphabet. Ja, das war jetzt unsere Idee. Und zwar, und Küken hat das umgesetzt. Ne? Die ist genauso pfiffig wie Renate. Ne? Wenn du sagst, Renate, Gewürzglas, aufschreiben. Ne? Die ist so schlagfertig, die schreibt alles auf, was ich sage. Das finde ich so ulkig, finde ich süß, ehrlich. Und da haben wir ja dieses Glas. Und das sieht jetzt nicht unbedingt modern aus. Ja, und dann haben wir ja diese Decke und die waren ja rot. So, und jetzt haben wir jetzt, habe ich so gedacht, da könnte man einfach so ein Läppchen drüber machen, ne? Aber das wird sich immer lösen. Und da ist Küken jetzt hingegangen, hat jetzt hier so ein doppelseitiges Klebverhältnis geschaffen. Ja, also, und wenn das jetzt 322 Mal hält, ja, das kann man jetzt so wegstellen, irgendwo ins Regal oder neben den Herd. Ja, neben der Feuerflamme, Dingenskirchen, da Ofen. Und dann ist das. Ich kann gucken, ob ich noch schön. Band habe. Dass wir hier oben noch ein Band drum machen. Dass es dann so aussieht, als wenn das da drauf gesetzt ist. Als wenn das so sein muss, ne? Ja. Könnte man ja noch. Nicht, so ein, nicht ein Gummi, sondern ein kleines Band und so eine Schleife einfach machen. Ich habe ja. Ich habe oben von meinen kleinen Medizinfläschchen, die ich mir bestellt hatte,
Da habe ich dünnes Cordybands. Ja, aber das muss aber, da darf jetzt nicht hier rein. Nein, das muss. Das muss schon hier oben, nur auf den Deckel. Richtig, ne? Das bleibt sonst, auf dem Deckel. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, wenn der Spitzenbordüre hatte ich ja unten noch auch noch liegen gehabt. Das unten im Keller muss da noch so ein Karton sein, wo ich alles fürs Nähzeug reingemacht habe. Da waren, glaube ich, Nadeln und Stecknadeln und Spitze, Bordüre. Auch das, wenn du da musst halt einen Tropfen Bastelkleber dran machen, damit das so schön drumherum. Da hast du auch eine schöne Beschäftigung wieder bei einer Kleinigkeit. Auch wenn es nicht so viel ist. So, Mensch. Hier habe ich, das ist jetzt alles wunderbar. Ja, aber so eignen wir uns? Nee. Ja. Einigen wir uns? Ja, also, wir eignen uns das an. Jeder hat so eine Idee, der andere macht es. Ja, ich finde das familiär schön, ne? Also das ist richtig gut. So, ich schütte jetzt mal hier nebenbei noch, oder hast du noch was? Wolltest du was? Nein. Ich schütte jetzt mal hier nebenbei, diesen Salzsud, den kippe ich jetzt hier mal so rein. So, da ist ja einmal das aufgelöste Salz drin und ich nehme noch hier ein bisschen noch von dem nicht aufgelösten Salz. Kippe ich jetzt einfach so ein bisschen oben drüber. So, komm. Ja, ich messe das sowieso nie ganz genau nach. Sollte diese Gurke einfach zu salzig sein, ja, dann hält sie erstmal länger und zweitens hast du dann natürlich kannst du die auch noch abwaschen. So, und jetzt gehe ich hin, besorge mir Wasser. Ah, so. Und in dem kann ich den Pott hier so ein bisschen, wenn die Kräuter noch so an der Seite so sind, weil wir müssen jetzt so viel Wasser reintun, dass das bedeckt ist. So. Ja, okay. Was ist das hier? Nee, ist nur eine Druckstelle. Ja, das sah jetzt aus, als wenn das schon so wie eingetrocknet ist. Und das will ich da nicht haben. So. Halben noch. So. Ja, die Gurken müssen jetzt eigentlich so untertauchen. Die müssten eigentlich so ins Wasser rein. Das wäre natürlich ideal. So, dann habe ich hier auch den Deckel und noch einen Deckel habe ich jetzt gespült. Ja, das muss ganz super hygienisch sauber sein. Das ist ganz wichtig, weil sonst hat es ja, ja auch hier, ihr darf jetzt kein Kräuter irgendwas drunter stecken. Ja, das würde die ganze Geschichte jetzt ja, luftdurchlässig machen. Das ist schön luftdicht abgeschlossen. Da hast du gesehen. Ist sogar der Deckel wieder hochgesprungen, so dicht kann das sein. So, ja, aber nicht, also Deckel so reindrücken, den kleinen Deckel drauf. Der kann ich auch ausgießen mit, da kann ich auch Saft reinmachen, mit irgendwie auf dem Picknick nehmen. Ja, so, und es bleibt halt so. Und hier, der Deckel hat jetzt den Vorteil, dieser Deckel wird von dem hier auch nochmal zugedrückt. Und dann hast du hier einmal hier Gewinde. Ja, und hier hast du das, wo du den großen Deckel zugedrückt wird. Ja, also es wird dann richtig hermetrisch luftdicht abgeschlossen, dicht gemacht, fest zudrehen. Natürlich nicht so überspannt, ja, und so muskulös und so nach dem Frühstück, nach dem Essen, wo du stark bist, sondern einfach nur so. Ja, guck mal, die schwimmen jetzt noch, also sind jetzt noch oben über, teilweise über Wasser. Und wenn du das mal mischen willst, ja, so jeden Tag einmal so einen Kopf über machen. Ja, dann verteilt sich das Salz, die Kräuter, die Gewürze. Ja, und die Gurken werden auch mal von oben ein bisschen nass. So, und jetzt gehe ich hin in meine Ecke. Dann kann ich nämlich das Glas hier wieder parat stellen.
So, und jetzt habe ich hier auch nochmal, was hatte ich denn jetzt hier drin? Da sind auch nicht mehr viel. Senfgurken hatte ich hier gehabt. Ja, die sind als nächstes dran. Ja, das ist aber auch das nächste kleinere Glas. Ne? So, dann habe ich einmal dieses hier mit dem großen, schweren Deckel. Und das ist jetzt hier, ja, die kleinere Variante wieder. So, aber das reicht. Ja, weil, wie gesagt, ich esse so alle 2-3 Tage mal, liebe ich da mal so ein Gürkchen zu essen. So. So, jetzt bin ich wieder da. So, der Kochpot, der kann auch gleich gespült werden. Der Löffel, den brauche ich auch nicht mehr. So. So, jetzt sind natürlich die Leute zufrieden, die immer meinen, das ist eine Kochsendung. Ja, Mensch, der dicke Onkel, der zeigt so viel. Ja, toll, das ist eine Kochsendung. Nein, sind wir nicht. Wir sind keine Kochsendung. Ich habe heute erst mal wieder so eine Kochsendung gesehen. Ja, ja, weiß ich nicht. Ne? Kann ich nichts zu sagen. Also, da halte ich mich mal ganz geschlossen. Ne? So, ich habe jetzt hier wunderbar zwei dicke, schöne Hähnchenbrüstkes habe ich jetzt hier abgekocht. Jetzt stelle ich mal eben kurz beiseite. Greife mir hier so eine Pinzette. Dann nehme ich mir das Fleisch raus. Das braucht auch nicht so allzu lange. Ja, viele schwören natürlich auf ein ganzes Hühnchen mit dem, was ich jetzt hier mache. Und nehmen das auseinander. Muss aber nicht. Na? Alles nicht nötig. So, ich zeige euch das eben. Ja, so sehen die Hühnchenbrüstchen aus, wenn sie gekocht sind. Ich habe hier schon Käse, ein bisschen Parmesan. Ja, den Senf, den brauche ich gar nicht. Aber hier die saure Sahne wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt keine Süße da. Dann habe ich hier Sauce Hollandaise. Ja, und ich habe hier so einen Gratin-Käse. Ne? Gratin. Ja, dann brauche ich gleich noch ein bisschen Pfeffer. Sonst wäre es ja das nicht das, was ich haben möchte. Und was möchte ich haben? Ne, das war Holder. Nehme ich dich. Nehme ich den blonden Pfeffer. Ja? Und dann habe ich hier noch blonder, also hellen Pfeffer. Ja? Und das koche ich jetzt gleich alles hier zusammen ab. Ja, so wie mache ich das? Ich mache jetzt alles gleich da rein. Dann kommt das da rüber. Und dann ist das lecker. Dann mache ich da nochmal einen für Niki heute Nacht. Ja, ich kenne ja Niki. Der hat ja immer, der kann das ja gut essen. Sagt er zumindest zu mir immer. Die Zitrone habe ich noch da. Ja, habe ich noch. Ist nicht die schönste. Aber Leute, guck mal, das ist jetzt eine Zitrone, die schon, ja, nicht mehr so die jüngste Art ist. So, aber da habt ihr einen ganz tollen Saft drin. Ja, das geht ja um den Saft. Ihr wollt die Schale ja nicht mitessen, nur weil die hässlich ist, muss man sie ja nicht wegwerfen. Ja, ne, also wie gesagt, man muss nicht immer das Obst wegwerfen, nur weil das ein bisschen dösig ist. Wenn das schimmelig ist, tut das weg. Alles in Ordnung, ja. Aber wenn das jetzt, sag ich mal, nur ein bisschen, oh, das ist weich, ja, so Hubschraubermütter nehmen sofort das dem Kind, das Obst weg. Nein! Ja, weißt du, erschießen das Obst nochmal, schmeißen das weg, hängen das auf, teeren und federn das nochmal. Ja, Leute, bitte. Ja, lasst den Kindern auch mal spüren, ja, wenn Obst nicht sofort gegessen wird. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dem Kind jetzt mal quälen möchte, also, um Gottes Willen, ganz bestimmt nicht, sondern das hat einen ganz anderen Geschmack. Eine Banane mit leicht braunen Flecken, eine Pfirsich, ja, die ja nicht noch irgendwo noch ein bisschen grün ist, die du kaum beißen kannst, wo die so hart ist, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, habe ich jetzt den Kern durchgeknackt, durchgebissen oder ist das das Fruchtfleisch? Ja, manche Leute essen das so bretthart, ja. Ja, und wenn du dem Kind jetzt mal zeigst, wie lecker eine Banane sein kann, wenn das auch ein paar braune Stellen hat. Ich rede ja jetzt nicht davon, dass er ganz braun ist mit ganz viel Schimmelpilz oder so, ne? Ja, versteh das doch mal endlich. Ja, weißt, was ich meine, ne? Ja, dann kannst du dem Kind gleich mal sagen, ja, wenn das natürlich gammelig ist, tu das weg. Also richtig gammelig, wenn da Schimmel dran ist, ne? Tu das weg,
Esse ich auch nicht. Thema durch, ja. Aber wenn das so, so leicht so, so weich ist, ne? Da ist doch nichts dran. Ja, wenn es darum geht, hier von den Insekten oder so, ne? Also nicht die, wo die meinen, die können mit dem lieben Gott sprechen, also nicht diese Sekten, sondern Insekten, also Tier, die kaufst du schon, selbst wenn du den knackgrünen Bananen, Erdbeeren auch mit grünes, also grüne Stellen, ne? Also nicht mit dem Grün da oben, was da wächst, sondern ja, du kaufst immer Insekten gleich mit. Deswegen haben wir auch so viel Fliegen im Moment. Ja, weil wir jetzt letzte Zeit sehr viel Obst gekauft haben. Melone, Birnen, Apfel, ja, Pflaumen im Moment. Ja. Und das musst du immer abdecken. Ja, klar, dann schlüpfen die natürlich an der Pflaume erst die Insekten und dann bevölkern die, die ja, das Netz von innen, ja, anstatt von außen. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen von dem Kochsud weg. So, das reicht schon. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Kochbord, da ist jetzt so daumenbreit, habe ich da jetzt noch Flüssigkeit, also so viel Flüssigkeit in den Topf drin. Ich gehe jetzt hin, mache da eine geile Soße draus. Ich habe hier Sauce Hollandaise aus dem Tetrapack. Ja, wir müssen nicht alles selber machen. Hat kein Mensch was von gesagt. Ich will nur hoffen, dass ich das heute mal richtig mache. Niki ist ja ein sehr kritischer Mensch, ne? Ja, der versucht immer, ja, schlauer sein wie ich. Pustekuchen. Ja, er hat auch viel von mir gelernt, ne? Und ich bin auch stolz drauf. Ich bin stolz drauf, ja, dass er da sein, ja, jetzt fast gesagt, sein Doktor gemacht hat. Nein, er hat natürlich keinen Doktor gemacht. Doktor in Kochen, das wäre lustig. Wäre das schön. Gibt es sowas überhaupt? Doktor in Kochen? Alles Scherz, was ich so erzähle, ne? Das wisst ihr ja. Ja, ich kriege eine Anklage hier von wegen, wie kannst du sowas sagen? Doktor in Kochen, das gibt es doch gar nicht. Ach so, ich bräuchte ja eigentlich eine Zwiebel, ne? Stell ich mal eben kurz darüber. Warum seid ihr denn so locker hier? Ah, so. Ach, ja. Siehst du? Kaum hast du Zwiebeln gekauft. Ich habe gestern Zwiebeln frisch gekauft. Ja, und was ist? Da laufen sie, ach, da krabbeln sie schon wieder raus. Die fliegen, meine ich, ne? Also die Zwiebeln krabbeln nicht da raus. Nein, nein. Ich mache jetzt mal so eine Zwiebel hier auf die Schnelle, mal eben kurz klein. Weil das muss ja auch da rein. Ja, was mache ich heute eigentlich? Ja, wie gesagt, die Gurken, die habe ich ja fertig. Die bereiten sich jetzt selbst zu, ne? Ja, die müssen jetzt erstmal das Salz aufnehmen, ihre Feuchtigkeit abgeben. Ja, und da guck mal hier, das ist auch schon in der Zwiebelschale ist da schon Schimmel drin. Ja, die muss ich jetzt erstmal, ich wasche die sowieso immer ab mit dem Messer zusammen. Tiger, geh mir einfach mal aus den Füßen. Das bringt mir überhaupt nichts, außer dass ich auf den Pin fall. Jetzt bist du schon wieder auf der anderen Seite. Mein Gott. So, könnt ihr was sehen? Aha, nee, konnte nichts sehen. Aber gleich, warte mal, ich muss mir eben die. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn man in der Küche arbeitet, hast du immer feuchte Finger, also ziemlich sehr oft, ne? Ja. Und die Kamera antatschen, totaler Blödsinn. Ne? Jetzt habe ich die einigermaßen trocken. Und dann kann ich das auch hier ja, mit der Zwiebel und so weitermachen. Dann kann ich auch mal eben kurz auf der anderen Seite stellen. Ja, guck mal. Ich schneide die Zwiebel jetzt einfach hier so in Scheibchen. Zack, sieht doch schon recht gut aus. Und dann schneide ich die einmal quer. Ja, finde ich auch mal so ein Phänomen, wenn die Türken so Zwiebel schneiden. Ey, das, ja, die abgeschälte Zwiebel, könnt ihr das sehen? Ja, also nein, das ist jetzt eine Zitrone. Ja, ich weiß, ich verarsche euch. Ja, ja, ja. Ne? Die schneiden dann von oben so ein und dann machen die so. Und dann schneiden die wieder von oben so
sternförmig ein und dann machen die wieder von der, so schräg. Ja, und das läuft wunderbar. Also, die können das. Die können kochen, backen, legst du dich nieder. So, Pfeffer, habe ich jetzt da Pfeffer drin? Nein, aber jetzt. Ja, dann müssen wir ja auch mal Pfeffer dran machen. Wir müssen das dann so ein bisschen würzen, ne? So, da lasse ich jetzt hier in aller Ruhe schön kochen. Gebe den Ganzen mal so ein paar Minuten. Hier brauche ich erstmal einen Deckel, damit mir das Wasser nicht ganz entfleucht, nicht ganz verschwindet. So, dann habe ich, das stelle ich jetzt so lang erstmal im Kühlschrank, weil ich möchte jetzt eine Zigarettenpause machen. Da. Kaum Platz, aber naja. So ist das. Wo ist das Grüne von gestern? Ach, das ist jetzt da oben zum Trocknen. Zack, so. Das brauche ich nicht mehr, das kann auch weg. So, und jetzt gehe ich mal Zigarettenpause machen. Und ja, heute geht es mir wieder gut, ne? Ja, wir hatten heute Morgen schon so ein bisschen Spaß auch im Hof gehabt, also vorne raus. Der Hof vorne, schön. Und ja, Küken hat ja noch das Zelt im Auto gehabt, im Kofferraum. Das haben wir dann rausgeholt. Ja, Niki war so heiß, der wollte das eigentlich schon mal aufbauen. Ja, hat sich schon mal die Stangen angeguckt. Und ja, da sind zusätzliche Stangen dabei für dieses vorne, dieses Flachdach. Also, ja, Flachdach. Ja, also, das ist ja so spitz, ne? Und dann hat er vorne, wo der Eingang ist, nochmal so ein Baldachin, heißt das, ne? Und der ist, ja, da haben wir uns die Stangen dazu angeguckt. Ja, die Original aus Eisen haben die Vorbesitzer ausgetauscht in Holz. Das ist gut. Nur was wir festgestellt haben, ich glaube, die sind auch etwas kürzer. Ich weiß nicht. Also müssen wir mal gucken, ob wir damit hinkommen, weil Niki ist ja noch einen kleinen Tacken größer wieder wie ich. Ja, ich bin bei 1,82. Müssen wir mal gucken, ob wir da von der Größe her, ob das passt. Ansonsten nehmen wir dann doch erstmal die Eisenstangen, also die Metall, ich glaube, ja, dürfte Eisen irgendwas sein. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ne? Ja, also, da haben wir uns so wieder schön unterhalten und Spaß gehabt, wir drei. Und jo, ich sag dann mal bis gleich, ne? Schmoken. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal Daumen hoch machen. Ihr könnt diese Filme auch teilen. Ja, guckt mal da. Das ist ein Symbol, was man da so, ne, so teilen kann. Ja, so irgendwie, und da sind so Kugeln drauf. Ich weiß, findet ihr schon. YouTube, Facebook oder so, ne. Da könnt ihr da alles so, wow, schön, damit wir schön bekannt werden. Wir sind jetzt bei 502 Freunde in unserem Kanal, auf unserem Kanal. Ich bin so happy, Leute, ihr glaubt das gar nicht, ne. Ja, das ist so eine Schallmauer, ne? Ja, die nächste Schallmauer ist vielleicht bei 1000. 1000 Freunde auf dem Kanal. Ja, hallöge Popöge. Ja, das ist doch Hammer. Also ich sag mal bis gleich, ich hab Schmack. Jo, so schnell kann's gehen. Habt ihr gar nicht gemerkt, wie schnell, ne? Flotter Herr, du. So, ich hab ja jetzt hier saure Sahne. So, gucken, ob die noch optisch gut ist. Ja, saure Sahne ist nichts anderes wie Sauercreme, ne? Sauercreme. So, und die tue ich jetzt schon mal hier in den Pott rein. Wollt ihr zugucken? Ja, ausnahmsweise lasse ich euch zuschauen. Ja, wir sind ja keine Kochsendung, ne? So kann man das machen. Guck, jetzt tue ich die Sauercreme. Die ist eigentlich schon total mild. Die ist gar nicht mal sauer. Könnte sogar ein Tacken saurer sein. Das tue ich jetzt hier rein. In den Pott. Kann gleich mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Ja, gleich ein bisschen
durchrühren. Ich habe hier auch hier sogar einen Schneebesen, sogar mitten im Sommer. Ja, ich habe gerade mal nach draußen geschaut. Ach, jetzt regnet das. Ach, gleich mal ein bisschen Luft, mal ein bisschen offen lassen. Ja, ein bisschen frische Luft reinkommen lassen hier. So, Pfeffer hatte ich. Mache ich aber noch mal ein bisschen extra dran. So, reicht. Ach, kommt hier eine schöne Luft jetzt rein, Leute. Ach, ist das herrlich. Ich liebe es. Ich krieg sogar die Beine nass. Boah. Boah, das fliegt hier rein. Ich muss das hier. Also durch den Durchzug wird der Regen sogar hier reingetrieben. Wahnsinn. So, jetzt habe ich hier so ein Schälchen Schmierkäse, sagen wir gerne dazu. Also so ein Sahnekäse. Das soll Gouda-Geschmack sein. Ja, also ein Pseudokäse ist ja kein richtiger Käse, das ist ja irgendeine Ölmischung mit irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist ganz gut dafür. Das nehmt ihr wahrscheinlich auch für, wenn ihr eine Käselauchsuppe macht mit Hacki. Wunderbar. So. Löffel immer so ein bisschen eintunken, dann flutscht das besser vom Löffel. So, Schälchen leer. Oh ja, mein Geschmack. Ich liebe es. Das ist auch Müll, das kann auch weg. Dann habe ich hier ein bisschen Geschmacksverstärker und zwar Parmesan. Ja, Grande, Parmesano, Cello, Di Bello. Ihr wisst ja, wie die Zeuge immer da, das Geröll da immer heißt. Ne? So. Habe ich jetzt ungefähr einen Esslöffel reingemacht. Der Rest ist für nächstes Mal für eine Pizza oder für Spagolino. Oder wie die Dinger da alle heißen. So, und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen, wenn ich es aufkriege. Ansonsten habe ich hier ein Messer, das macht alles auf, sogar Safes. Na komm. Da gehe ich jetzt auch hin, mache ein bisschen, nicht so viel. Also jetzt hier so eine Fingerspitze, ja, vielleicht auch zwei. So, das reicht schon wieder. Weil den Rest brauche ich nämlich für hinten oben drauf das Topping. So, und jetzt habe ich ja hier noch die Sauce Hollandaise aus dem Tetrapack. Zack, blub, rein. Ihr seht jetzt nur meinen Arm, auch nicht schlecht. Vielleicht könnt ihr mir gerade mal die Blutgruppe sagen. So oft, wie ich jetzt schon abgezapft wurde, weiß ich noch niemals meine Blutgruppe. Vielleicht habe ich ja irgendwas Besonderes. Dass ich vielleicht mal einen Hund oder so Blut spenden kann. Also muss ich ehrlich sagen, ich probiere das ja immer. Und diese Sauce Hollandaise, die hat einen richtig geilen Geschmack. So, siehste. Jetzt brauche ich ein bisschen Soßenbinder, sofern vorhanden. Was ist das hier? Ja, helle Soße. Ich bin noch glücklich. Dann mache ich jetzt ein bisschen von dem Soßenbinder dran. Lasse ich jetzt auch ein bisschen aufkochen, weil Soßenbinder reagiert ja immer nur, wenn es richtig erhitzt auch wird. Ansonsten ist es nur Pulver in Wasser. Dann habe ich hier noch ein bisschen von meinem Zauberwürzer.
Ja, da ist auch alles drin. Am meisten ist natürlich Salz drin. Salz ist natürlich Blödsinn. Ja, wenn ich so ein Pulver natürlich nur. Sag mal, lässt du mal die Kiste da stehen? Da ist Glas drin. Oh, ist ja lecker. Oh, das schmeckt ja Hammer. So, lasse ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen aufkochen. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal ein bisschen reine machen. Ah. So. So, da muss ich jetzt einmal kurz aufkochen, dass der Soßenbinder also auch zum Binden kommt. In der Zwischenzeit hole ich jetzt mal einfach schon mal das Hühnchenfleisch wieder ran. So, hier kocht es auf, könnt ihr sehen. Ja, seht ihr das? Blubbert schön. So soll es sein. Gleich wieder runterschrauben. So doll brauchen wir das nicht. So, und dann gehen wir hin, nehmen uns ein kleines Messerchen. Ich nehme hier mein Lieblingsmesser, ja, und schneide hier und bitzken das Fleisch klein. So, ich schneide jetzt, wie ist die Farbe? Ich, egal, so. Mal wo wir haben. Das war mir klar, dass du da unten wieder meckerst. Ja? Bitte, hau ab. So, dann schneide ich jetzt so in Scheiben. Wie gesagt, viele schwören darauf, natürlich das Ganze aus dem ganzen Hühnchen zu schneiden oder zu rupfen. Wie auch immer. Kann jeder machen, wie er meint. Ich mache es so. So, jetzt habe ich so Scheiben. Jetzt gehe ich einmal hin, teile die auch nochmal so durch, dass ich so ungefähr die Stückchen Größe habe. Reicht vollkommen. Und die schmeiße ich jetzt einfach jetzt hier in den Kochpot rein. Kann den Schneebesen aber auch schon rausholen, weil da macht er nichts mehr, wenn da so große Stücke drin sind. So. Ja, Kollege, dass du bettelst, ne, ist klar, ne? Ja, lecker. Nom, nom. Ja, drin damit. Gleich wieder umrühren. Ah, ne, da. Nochmal schmecken. Oh, oh, lecker. Oh, lecker. Ja, was mache ich denn eigentlich dabei? Was mache ich denn jetzt dabei? Ja? Das schmeckt gut. Ja, ist so mild, ne? Ich weiß immer, oder ich bin immer so nicht so sehr für so, sag mal schnell. So helle Soßen, ne? Da bin ich ja nicht so ein Fan von, weil helle Soßen, da kriegst du keinen Geschmack so richtig. Meine ich immer. Ja, ich bin Raucher. Und Raucher, die haben ja die Papillen auf der Zunge so ein bisschen veräddert, ne? Verätzt, ne? Ja, bisschen kaputt gemacht, ne? So, die schmecken dann halt anders, alles anders. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer dran. Ich glaube, das kann noch. Dann ist es so, dass die alles ein bisschen würziger haben müssen. Also ein rauchender Mann, der kocht natürlich komplett anders. Der kann dasselbe kochen. Also die Frau hat letzte Woche Gulasch gemacht, der Mann macht nächste Woche Gulasch. Und glaubt mir, die beiden Sachen, ne? Obwohl sie ja dieselben aus demselben Gewürzschrank nehmen, schmeckt viel intensiver. Die Frau raucht nicht, der Mann raucht, der kocht. Männer allgemein, ja, also die brauchen jetzt auch nicht rauchen, ne? Männer würzen alles ein bisschen stärker, intensiver. Ja, und ich muss halt immer ein bisschen aufpassen,
damit ich Küken da nicht so ein mit der Gewürzkeule gebe, ne? Dann schreit die mich an, ne? Nein, das tut die nicht, aber ich will ja auch nicht, irgendwas Böses oder so, dass sie denkt, oh, der hat mich nie lieb oder so, ne? Und das stimmt ja nicht, ne? Nein. So, guck mal, die Soße sieht richtig gut aus. Ja, man könnte schon Hühnerfrikassee draus sagen, ne? Dazu sagen. Ja, man könnte jetzt hier einfach ein Brötchen beimachen. Das nennt sich ja eigentlich Würzfleisch. Ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, so aus der ehemaligen, ja? Wer das genau weiß, ja, auch das Rezept kann ja mal so reinschreiben. Nützt nur nichts, ich mache sowieso immer alles anders, so dass es mir schmeckt, aber so ähnlich. Darauf kommt es an. Und darauf basiert ja auch unsere Unterhaltung hier. Ja, wir quatschen über irgendwie dies und das, Politik, so ein bisschen Religion oder ja, irgendwelche Themen, so, ne? Ja, Politik, ja, okay, aber nicht so intensiv. Sexistisch, ne, gar nicht so gerne. Ja, also ich meine, okay, wenn ihr Fragen habt, insgesamt allgemein auch oder ein Thema vorschlagen wollt, macht das, schreibt das in den Kommentaren. Wir versuchen das immer so ein bisschen aufzugreifen, so, und daraus halt ein Thema zu machen, so ein bisschen erzählen hin und her. Ja, wir sind mal gefragt worden, ich bin gefragt worden, soll man Schwank aus der Jugend erzählen, habe ich natürlich gerne gemacht, auch da gibt es viele schöne Sachen, ja, habt ihr mit Sicherheit auch, ja, also das will ich jetzt gar nicht mal so weit wegwerfen. So, Käse habe ich noch. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, wisst ihr? Das ist ja auch wichtig. Ah, Alkohol? Was ist denn da für ein Alkohol? Ach, das ist die Weinflasche. Ach so, ja. Ja, müsste ich auch noch leer machen. Könnt ihr mal gucken, wenn wir türkische Dingeskirchen, also Freunde hier haben, ne? Vielleicht kennt ihr das. Inchisi. Ja? Ja, also. Akdenis. Kirmi. Ja, ich kann zwar schon Türkisch. Ja, und das reicht auch zum Überleben. Ja, sage ich immer. Ja, wenn du Essen und Trinken bestellen kannst und nach dem Weg fragen kannst. Und du kriegst auch noch eine richtige Antwort. Alles gut. Hast du nichts falsch gemacht. So. Ich freue mich schon. Das sieht gut aus, ne? Ja, aber was mache ich dabei? Ja, was kann man dabei machen, ne? Na, eigentlich. Ja, wenn ich da Reis beimache, sieht das aus wie Hühnerfrikassee. Soll aber kein Hühnerfrikassee sein. Das ist ja Würzfleisch. Hatte ich ja eigentlich schon gesagt. Würzfleisch. Ja, eher aus der ehemaligen. Damals, das wurde dann mit Worcester-Soße und einen Kanten Zitrone immer angeboten. Dann kam die Zitrone so ein bisschen oben drüber geträufelt, Worcester-Soße dran. Ich meine, aber ein Kantenbrot reicht, ne? Ich habe schönes Brot. Ich habe hier so Kürbiskernbrot. Ja, ich frage mich sowieso immer noch Kürbiskernbrot. Dann klebt außen ein paar Kürbiskerne dran. Und dann kommst du mit einem Brotmesser. Prickel. Das springt dich dann so an wie so ein Feuerwerksraketen. Pioing, ne? Ja, und dann. Ja, da sind die ganzen Kürbiskerne abgesplittert, abgesplättert. Ja, und du findest dann in einem Brot selber vielleicht noch ein bisschen Mehl davon. Ja, also das ist schon doof, ne? Also ich habe lieber gern, ja, dass so richtig voll mit Kürbiskerne ist. Das hat viel mehr Freude bei mir in meinen. Boah, ist das lecker. Jetzt ist noch besser, ein bisschen besser. Ich werde jetzt hier das wegräumen. Das kann nämlich auch gleich spülen. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ihr könnt mich hören. Ja. So, ich werde das jetzt hier erstmal gucken, wie viel ich davon machen kann. Ansonsten nehme ich mir noch zwei davon. Ja.
Dann habe ich vielleicht noch zwei. Dann hat jeder zwei da von diesen Schälchen. Ja, das kommt jetzt hier rein. Ne? Das kommt jetzt hier rein in diesen Schälchen. Dann kommt das anschließend in den kleinen Mini-Backofen. Ja, da passen zum Glück so einigermaßen so mit bisschen Technik, passen da drei Stück in einen auf ein Blech, auf ein Gitter. Und dann kommt da Käse drüber und das wird überbacken. Ganz komisch, ganz was Dolles. Ja, ich sag mal, hatte man früher so gemacht. Ist ja auch nicht schlimm. So, ich nehme jetzt, Ich nehme mir mal so eine Suppenkelle. Ich glaube, das ist besser. Und jetzt werde ich das hier einfach so mal abschöpfen. Ich mache das nochmal nur auf warm halten, nur noch. Ja, ich muss gucken, dass da noch auch ein bisschen Fleisch mit drin ist. So. Bisschen Fleisch und ein bisschen ordentlich Soße. Ja, da kommt es ja drauf an, ne? Soße und dann immer so mit dem Brot so reintunken oder so, das ist doch was Feines. Ich finde es lecker. Ist jetzt so nicht, mache ich jetzt nicht so oft, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das regelmäßig so was mache. Das ist immer so eine Angelegenheit, wo ich so mal so ab und zu mal, ne? Wenn das Wetter gerade so geil ist wie heute, also stürmt, ne? Bei uns stürmt das gerade. Ist das Wetter jetzt? Regnet noch ein bisschen. Alexa? Bist du nicht da? Muss man nur einschalten. Ist nur aus gewesen. Oh. Madame hat sich von selber ausgeschaltet. Madame hat sich von selber abgeschaltet. Nö, hier bleibt ja auch gar nichts über. Das ist auch schön. So, immer ein bisschen noch aufteilen hier. Damit keiner benachteiligt wird, ne? Guck mal, gibt 6 Schälchen da. Also hätte ich morgen wieder eine Käsesuppe gegeben. Aus. So, ob ich jetzt da richtig alle Stückchen ordentlich verteilt, da weiß ich jetzt nicht. Das ist so wie Pudding aufteilen, ne? Damit du bloß kein Kind benachteiligst. So, wo könnte noch was fehlen? Hier, ne? Wenigstens ein bisschen von der Soße, ne? Ja, aber dann ist komplett alle leer. Schön. Und wenn das heute Abend auch alles gut gegessen wird, bring das mal mit mir kämpfen. So, Finger waschen. Warum halt die Finger waschen? Hatte doch saubere Finger. So, Näschen putzen. Nee, Worcestershire-Soße habe ich gar nicht. Ich wusste auch nie, wofür man die gebrauchen kann. Niki sagte, da wäre toter Fisch drin. Ja, wie garum, ne? Kann ja sein, ich weiß es wirklich nicht. So, und jetzt gehe ich hin, mache diesen gereibsten Käse. Den mache ich jetzt da so oben drüber. Über also auch so gleich so eine Fingerspitze, sag ich mal. So, überall so ein bisschen.
Und dann sehe ich ja hinterher noch, was über ist, und dann kann ich das auch noch aufteilen, ne? So, immer so ein bisschen vom Rand weg, mehr so in der Mitte, weil das verläuft ja sowieso anschließend, weil ich möchte das jetzt nicht so unbedingt an den Tontöpfen kleben haben. Der Wasserhahn, der tröppelt. Dreh doch mal eben den Wasserhahn zu, ja? Danke. Nicht alles so verteilen hier am Tisch. So. So, die Ränder ein bisschen sauber machen. Was? Das hier darf ich das ablecken. Das ist doch meine Familie. Wieder hier im Restaurant. So. Das ist, und so sieht das jetzt aus. Welchen nehme ich jetzt mal? Ich. Ja, so sieht das jetzt aus, wenn das noch nicht ganz überbacken ist. Also noch nicht überbacken ist. Ja, Käse drauf. Ja, ob ihr jetzt bis oben hinfüllt, ist euch komplett euch überlassen. Ihr könnt jetzt da noch ein bisschen Kräuter drüber streuen oder hinterher Kräuter drüber streuen, weil sonst verbrennt ja, wenn der Schnittlauch oder Petersilie oder was drauf macht, verbrennt das jetzt. Und das tue ich jetzt im Backofen. In meinen kleinen, lieben Mini-Backofen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da doch wirklich alles da drauf bekomme. Sonst habe ich nämlich gelogen und ihr vertraut mir ja nicht mehr. So. Ach du lieber Gott. Ich war zu wild. Mein Gott, was war ich jetzt an Bilder? Mein Gott, hier alles vollgesabbert. Pfui. Bin ich denn hier in einem schlechten, ja, so ein Film, ihr wisst schon da, ne? Alles vollgesaut hier. Bah. Pfui. Ihr könnt gar nichts sehen, ne? Muss ich alles sauber machen. So. Und da tue ich jetzt hier schon mal rein. Geht auch nur einer rein. Den backe ich jetzt schon mal auf. Der Tröppeln da hinten macht mich nervös. Was nehme ich denn? 160 Grad. Dann auf wie viele Minuten habe ich da? 12 Minuten, das reicht. Hier sind noch ein paar Krümel. Die werde ich jetzt da so drauf schmeißen noch. Und den Rest wische ich weg. Ah, so. Ordnung ist das halbe Leben. Na? Ja, so ist das, ne? Muss ich aufpassen, dass ich nicht auf Katze trete hier. Hier erstmal einmal mein Wischiwaschi-Lappen Ordnung machen. So. Den legen wir uns jetzt hier so hin. Ich kann in Ruhe trocknen. Könnt ihr genau sehen, wie ich spüle? Jo, dann ist gut.
So, bis jetzt. Danke. Dann kann ich irgendwie gerade stehen, weißt du? Ich stehe immer so krumm, weil Tiger meint, er muss da unten den ganzen Platz einnehmen. Und dabei bin ich sein Brötchengeber. So. Ja, dann machen wir einfach eine Gurke bei oder Tomaten legen wir dabei. Können sie sich ja selbst aufschneiden. Dann schmeiße ich die immer so viel weg. Ja, ich wollte da eigentlich eine Soße bei machen. Ist ja eigentlich vollkommener Blödsinn. Das ist eine fertige Sache. Da gehört einfach nur eine Scheibe Toast bei. Also im Restaurant gibt es da nur eine Scheibe Toast bei und dann hat sich das. Ja, gespült ist, siehst du, so schnell geht das. Der Deckel ist immer noch sauber. Hör aber dies, wolltest du spazieren gehen? Dann hau ab, dann geh raus. Regnet noch, ne? Dann willst du nicht. Kann ich mir denken. Das lasse ich mal hier ein bisschen. Die Tür offen, damit ich mal ein bisschen durchlüften kann. Ah. Jo, das sieht geil aus. Ach, siehst du? Ich habe vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe es aber auch nicht gekauft. Das ist das jetzt. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht auf der Liste gehabt. Habe ich vergessen aufzuschreiben. Das hätte ich jetzt nämlich gekauft. Spargel gehört da rein. Spargel. Und dann eigentlich auch noch Erbsen und Möhren gehört auch noch rein. Die hätte ich gehabt. Ah. Aber es ist ja mal jetzt meine Variante wieder, ne? Ja, Niki meint da mit dem Kapern, ne? Ich sage, nee, so große Kapern. Ja, gibt das, ne? So große, ne? Da sind ja ganze Blüten dann richtig. Ach, jetzt ärgere ich mich, ne? Erbsen und Möhren hätte ich ja da gehabt. Ja, ist meine Variante, ist so nach meiner Idee produziert. Sollen sie klarkommen. So. Was machst du jetzt hier? Siehst du gut aus schon? Ja, so langsam, ne? So, da muss jetzt gleich wieder ein bisschen ausgetauscht werden, hin und her gestapelt werden. Also blöd, ne? Also ein bisschen blöd. Aber geht alles, wenn man will. So. So, jetzt bin ich aber erstmal Pause machen, ne? Bis gleich. So, ich bin fast fertig. Auch mit den Nerven bin ich fast fertig. Ach ja, dieses Wetter denn heute. Ich gehe mit euch mal ein bisschen vor der Tür, ne? Nein, ich will euch nicht hauen. Nein. Kann man aber trotzdem so sagen. Mal gucken, wie es so draußen ist. Hat aufgehört zu regnen. Gut. Muss nicht mehr regnen. Ach ja. Ein bisschen hier mal gucken. Hoch. Was war das?
ein Krawum. Schauen wir mal. Ja, ich wollte euch noch zeigen, wie es denn so aussieht am Teller. Halt die Mikros auch an. Mikros sind hier und an. Ja. Bitteschön. So, Geschmack aus der Kindheit. Richtig? Ja. So wie es sein soll? Ja. Ich bin zufrieden. Genau passen. Nichts verändern. Ja? Magie. Draußen im Schrank. Hm. Aber Toastscheibe noch dazu, die halbiert ist, dann wäre es perfekt. Habe ich nie gegessen. Gab es bei uns nicht. Aber, also nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber anders ist, dass es... Also, ist das jetzt mal ausnahmsweise mal so... Wie er es möchte. Ich werde wahnsinnig. Ja, da musste ich euch jetzt zeigen, der Mann hat mich gelobt. Boah. Und das ist nicht so, das passiert nicht oft. Das passiert wirklich nicht oft. Da hast du aber fertig aus der Verpackung irgendwo. Ja, aus der Verpackung. Okay, dann nehme ich, das werte ich sogar auch als Lob. Hm. Kann man schön mit Brot stippen. Eine Toastscheibe. Eine getoastete Toastscheibe dazu. Dann wär's richtig perfekt, so wie der Lande. Eben noch nach Netto oder so. Also Toast haben wir eine Tiefkühlung. Den Toaster habe ich in meiner Wohnung noch stehen. Ich glaube, hier unten, wo die Gaswäsche stationiert ist. Hm. Beim anderen. Oder aus Eifel kam. Hier sind noch Tomaten. Das ist nur so scheiße schwer. Heiß, meinst du? Ja, aber das Käse drin. Jede Menge Käse ist drin. Käse ist immer sehr heiß, ne? Ja. Nee, also, einen kleinen Vorschlag, die Soße etwas dicker, ne? Er kritisiert gerade. Nein, ich kritisiere nicht, aber die Soße etwas mehr Stärke rein. Ja, ein bisschen also, habe ich reingemacht. Soßenbinder. Ja, ja. Und dann die Stücke nochmal halbieren. Noch kleiner. Die sind doch gar nicht so groß. So wie wir das mal in Eistee gegessen haben. Was? Ja. In der Eisdiele. Wir sind in der Eisdiele. Da gibt es so auch so kleine Schweine in der Eisdiele, so kleine warme Schweine. Okay. Da war Würzfleisch mit dabei. Mhm. Hühnerfrikassee. Haben wir es immer genannt. Ja, ist ja eigentlich auch. Die paar Kapern nicht mit rein? Nein, nicht Erbsen. Die Kapern. Ich weiß gar nicht, ob ich Kapern gehabt hätte. Ja. Viele machen da Erbsen oder, Möhren. Oder sind das? Draußen ist noch ein Glas Kapern. Viele machen da Möhren und Erbsen mit rein. Ja, das mag ja. Mag ich überhaupt nicht. Ja, genauso wie Spargel. Spargel gehört ja da auch rein. Ja, in Hühnerfrikassee ja, aber nicht im Würstfleisch. Da gehören Kapern mit rein. Ja, dann hätte ich da auch reinkommen können.
Weil die Kleine vielleicht wieder keinen Spaß haben wird. Entweder gegessen oder aussortiert. Oder einfach bei mir ausgelassen. Wie soll ich das denn auseinanderhalten? Naja, erst die zwei machen. Okay, und danach in den Rest kapern rein. Ach, du Liebes. Das ist so wie Käsefondue. Ja. Sind sie jetzt wieder umgezogen? Ja, jetzt sind sie in Paris. Da wollen sie in der Schweiz doch sich aber. In der Schweiz hat er keine Arbeit gekriegt. Und da kann er für eine jüdische Zeitung jetzt arbeiten. So, ich bin ziemlich K.O., ich bin ziemlich voll gefuttert, also boah, da ist kein Platz mehr. Ja, ich habe hier noch einen Pudding, ja, so einen halben Meter Pudding. Ne, für heute bin ich ratzfatz voll, das nehme ich jetzt mit nach oben. Mal gucken, im Laufe der Nacht, wenn ich den Film hier hochlade, werde ich das wahrscheinlich dann nochmal zum Naschen kommen. Ja, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr bis zum Ende ausgehalten habt. Ja, manchmal ist lustig, manchmal weniger lustig, manchmal ist ernst oder böse. Ja, nicht böse, böse, nein, böse bin ich nicht. Ja, aber so, ne, kommt ja mal so, wie es gerade kommt, ne. Warum? Ich guck gerade, warum ist die Brille... Wenn ich so mache, warum wird das grün? Habe ich da Grünspan dran? Ja, sauber machen muss ich. Mir ist schon öfters aufgefallen. Wenn ich so erzähle, den Kopf jetzt mal so still halte, ist alles normal. Aber wenn ich jetzt so mache, dann wird das grün. Geil, komische Kiste. Ja, ich weiß nicht, was das für Gläser sind. Das müssen nicht die teuersten sein und nicht die besten wohl. Obwohl, warte mal, ist das hier mit dem, der ist mit der Klammer, ist hier, wo ich das im Hemd so reinstecken kann, ist ja eine Klammer. Nee, dann ist das die gute eigentlich, aber warum macht die so komische, dass ich dir das Bild hier in grün sehe auf einmal? Grün starr, oder? Hm? Aber das hat doch damit nichts zu tun, das hat mit dem Kopfschwenken nichts zu tun. Leute, ich bin raus. Das macht mir ja gerade viel zu viel Sorgen und viel zu viel Probleme. Lassen wir es sein. Ich wünsche euch bald. Haltet die Ohren, schleift den Rest auch und gehabt uns wohl. Und nicht vergessen, Glück auf und jetzt kommt es. Bleibt mir gesund, ihr Süßen. Passt schön auf euch auf. Bis später. Tschüssi.